Ich bin Frauke Müller, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Hauderfehn. Ich mache bei Husen eine Ausbildung zur technischen Systemplanerin und bin jetzt im dritten Ausbildungslehrjahr. Also mein Name ist Alexander Riemsmar, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Papenburg. Ich mache eine Ausbildung bei Husen zum Metallbauer im Fachbereich Konstruktionstechnik und bin im dritten Ausbildungsjahr. Ich habe mich für eine Ausbildung bei Husen entschieden, weil sie schon seit über 60 Jahren gibt und ich nur positive Sachen von meinen Freunden gehört habe. Ich wollte schon immer was Kreatives machen und in der Schule haben wir mal so einen Berufsauswahltest gemacht und dann habe ich mich für den technischen Systemplan entschieden. Die Arbeit bei Husen ist sehr abwechslungsreich. Das ist nicht immer das Gleiche, sondern du zeichnest auch unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel Brückentürme, große Hallen, kleine Hallen. Um 7 Uhr fängt dann mein Arbeitstag an, aber ich finde das nicht schlimm. Also ich finde die Arbeitszeiten recht angenehm und da ich auch gerne zur Arbeit gehe, fällt mir das überhaupt nicht schwer. Teamwork ist eigentlich sehr wichtig, weil du musst dich mit dem ganzen Büro verständigen, mit der Werkstatt, mit der Fertigung und mit der Montage, damit auch möglichst wenig Fehler passieren. Am allerbesten gefällt mir in der Ausbildung, dass einem alles gezeigt wird, man mal überall reinschnuppern darf. Man darf schweißen, man darf die Kampfbahn bedienen, man darf plasmern, man fährt mit auf Baustellen. Da montiert man mal was, wird einem das gezeigt, man sieht auch mal wirklich, was man baut. Ich komme morgens mit meinem Auto zur Arbeit. Als ich noch nicht volljährig war, habe ich eine Fahrgemeinschaft mit meinem Arbeitskollegen gemacht. Also hier bei Husen gefällt mir ganz besonders gut, dass dir viel erklärt wird, dass du nicht alleine dastehst und deine Kollegen auch immer für dich da sind, falls du Hilfe brauchst. Wenn ich Probleme oder Fragen habe, dann kann ich mich jederzeit an meinen Meister oder an Gesellen wenden, die mir dann auf meine Frage eine Antwort geben. Also an Stahl fasziniert mich einfach, dass so wenig Stahl so viele hunderte von Tonnen tragen kann, einfach unglaublich. Ja, wenn ich die Chance hätte, wieder eine Ausbildung bei Husen zu machen, würde ich jederzeit zugreifen. Also eventuell würde ich noch mein Fachabitur machen und danach dann noch studieren gehen, zum Beispiel den Bauingenieur. Aber ich könnte mich auch dafür entscheiden, dass ich hier bei Husen weitermache und hier weiterarbeite und übernommen werde. Also angefangen hat mein Vater 1948 diesen Betrieb als Schmiedebetrieb, Pferdebeschlagen und Ackerwagenbau. Dann haben wir Gewächshäuser gebaut bis in die 70er Jahre und ab den 70ern haben wir den Hallenbau angefangen. Einzigartig macht uns der Anspruch, den wir an unsere Produkte haben. Wir arbeiten hier mit 5 Ingenieuren im Haus. Wir machen die Planung, die Fertigung, die Montage, alles mit eigenen Leuten. Und wir sind schnell, pünktlich. Und wir haben Anspruch, das, was wir abliefern, auch perfekt zu machen. Husen bildet Industriekaufleute aus, dann technische Systemplaner und Metallbauer der Konstruktionstechnik. Uns liegt dabei am Herzen, dass wir eine junge Mannschaft behalten. Und für die Auszubildenden selber möchten wir, dass sie auch eine Zukunft haben, dass sie ihre Zukunft planen können. Das heißt also, wenn die hier gut sind, dann werden die unbefristete Verträge bekommen, dass sie für sich selber auch eine Perspektive haben. Für sich und für ihr Leben auch, für ihre Ausbildung und ihren Beruf später. Kannst du die Frage nochmal stellen? Nee, war kacke. Lach nicht. Fuß. das ist gut. Die habe ich extra ein bisschen später gemacht, die macht ihr nicht mit rein.